Ich begrüße Sie zum heutigen Beitrag, der sich unter anderem mit Agile Care bei Sprachstörungen beschäftigt. Nun geht es bei Agile Smart schon lange und fast nur über die Hauptbedrohung unseres Lebens mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Infektionen und Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat. Das sind die vier Hauptbedrohungen, die wir sehen. Und jedoch lässt mir das Wörtchen fast am Anfang dieses Satzes etwas Spielraum. Alle Agile Smart Abonnentinnen und Abonnenten wissen auch, dass es unter dem Motto Leben ohne Krankheit auch darum geht, unser Glück zu finden, glücklich zu leben ohne Krankheit. Viele Methoden und Lebensweisen habe ich bisher vermitteln können und die Abonnentinnen und Abonnenten haben zumindest Informationen aufgenommen, um ihr eigenes Wissen zu mehren. Zahlreich ist es Agile Smart Abonnentinnen und Abonnenten damit möglich, zumindest spürbar näherungsweise zu Leben ohne Krankheit zu kommen. Die erfolgreiche Wirkung kommt schon oft allein mit Übernahme der von mir propagierten Methoden oder Lebensweisen. Sie sind alle ohne Gefahren, ohne Risiken und ohne ungewollte Nebenwirkungen oder gar auch ohne Folgeerkrankungen. Erfreulich oft sind diese hilfreichen Methoden in Selbstanwendung oder Selbstbehandlung für den Einzelnen durchführbar. Denn eine Selbstanwendung hat Vorteile gegenüber der Anwendung durch fremde Personen. Dabei geht es nicht um Dogmen, an die man sich unbedingt halten muss. Ansonsten droht Unglück. Nein, nur die Prinzipien sind einzuhalten, um für eine bessere Lebensqualität erfolgreich zu sein. Aus der Vielzahl des angebotenen Wissens, also der Wissensanstöße durch mich, können Sie sich ruhig das aussuchen, was Ihnen am besten liegt und was auch wirklich Sie zu realisieren beabsichtigt sind, also was Sie selbst möchten. Was nutzt es, das Joggen als Bewegungsform anzupreisen, um die Effektivität der Entgiftung und Mineralienversorgung zu optimieren, wenn Sie das Laufen nicht mögen? Mir gefällt Joggen ausgezeichnet, anderen wiederum nicht. Da tut es sicher die Bewegung auf dem Mini-Trampolin genauso gut und bringt den gewünschten Spaß, auch ohne Joggen. Es muss nicht immer das Laufen sein. Oder die Anwendung von Natriumbicarbonat als Nonplusultra bei der Bekämpfung von Krebs als Pilz. Ich berichtete letztens darüber. Ein anderer zieht da den täglichen Konsum von bitteren Aprikosenkernen vor und ist genauso erfolgreich gegen den entgleisten Stoffwechsel, der sich als Krebs zeigt. Wieder andere nutzen Agile Care im Kampf gegen die krebsbringenden Parasiten. Der Arzt Dr. Caldwell wurde letztens von mir im Agile Smart zitiert, dass er über 400 Methoden zur Krebsheilung kenne. Und er ist erfolgreich, so wie sicher kein zweiter Arzt weltweit. Ein Institut in Berlin hat ihm 93% Heilung bei Krebs von über zigtausend von Patientinnen und Patienten mit Krebs bestätigt. 93%, unglaublich erfolgreich, wenn man das mit den 1-3% bei der Chemotherapie vergleicht. Und Dr. Rife war mit seiner Frequenztherapie schon vor geraumer Zeit zu 100% erfolgreich bei Patientinnen und Patienten, die wegen des zu weit entwickelten Stadiums ihrer Krebserkrankung von allen anderen Ärzten aufgegeben wurden. Ich berichtete darüber mehrfach. Rife hat sie alle geheilt. Er hat sogar herausgefunden, dass jede Erkrankung im Zusammenhang mit Parasiten steht. Bei Hunderten von Fällen mit zunächst Tuberkulose und später mit Krebs hat er vorgeführt, wie durch den Einsatz spezifischer Frequenzmuster Heilung möglich ist. Ich berichtete bereits darüber. Ich berichtete auch darüber, dass Wissenschaftler anlässlich Rifes Erfolgen eine große Party feierten. Das Ende aller Erkrankungen. Meine eigenen, schon vor mehr als 20 Jahren begonnenen Erfahrungen mit der Rife-Technik bei Infektionserkrankungen, insbesondere bei Borreliose, haben mich beflügelt, die Technik Dr. Rifes weiterzuentwickeln, zu propagieren und hauptsächlich durch den Einsatz moderner Elektronik und Computerprogramme bezahlbar zu machen. So entstand noch im Jahre 2016 Agile Care. Mein Agile Care. Anwender berichteten mir seitdem schon zahlreich über Folge bei Borreliose, Zahnherden, Herpes, Herpes Zoster, Bluthochdruck, Lungenentzündung, Kopfschmerzen,
Malaria, Krebs und vielen anderen Baustellen. Diese Berichte erfreuen mich immer sehr, auch wenn rein wissenschaftlich damit der Beweis nicht erbracht ist, wodurch die Menschen ihre Erkrankung besiegt haben. Ein weiterer Einsatz von Agilcare beweist das auch ebenso wenig und ich möchte trotzdem darüber hier berichten. Und zwar geht es wie folgt. Eine AgilSmart-Abonnentin aus Sachsen hat in meiner Auflistung der Frequenzmuster für Organe und Indikationsgruppen über deren Vielfalt gestaunt. Es sind zurzeit mehr als 3000 Frequenzmuster. Doch hat sie trotzdem ihren Wunsch nicht abgebildet gefunden. Also in der weltweit größten Datenbank über Frequenzmuster hat sie ihren Wunsch nicht finden können. Nachdem ich fragte, was sie denn vermisse, erzählte sie mir am Telefon von ihren Sorgen. Ihr Sohn könne mit über 3 Jahren noch immer nicht sprechen. Auch Arztbesuche, aufwendige medizinische und psychologische Untersuchungen haben nicht aufklären können, warum Sohn Niklas einfach kein Wort spricht. Nach einiger Überlegung machte ich der jungen Mutter aus Sachsen folgenden Vorschlag, den ich aus meinen früheren Erfahrungen mit Hirnströmen ableitete. Arbeiten Sie doch mit Niklas für 14 Tage täglich einmal mit Agilcare. So lautete mein Tipp. Meine Empfehlung in diesem Falle wäre die Stimulation von Hirnströmen der Delta-Form. Nachdem ich Niklas Mutter noch erklärte, dass in ihrem Fall die Gegenanzeige für Agilcare bei Menschen unter 12 Jahren nicht gelte, hat sie das Gerät erworben. Schließlich kann ja durch Agilcare kein Schaden angerichtet werden. Und sie wollte jede Chance für Niklas nutzen. Schon am selben Abend erfolgte die erste Anwendung zu Hause. Das durch die Frequenzen zu spürende Kribbeln in den Händen hat Niklas mit Freude quittiert. Niklas fing dann sogar schon wenige Minuten nach der Anwendung an zu plappern. Ich hatte es so erwartet und war froh, als mir Niklas Mutter am selben Tag per Telefon davon berichtete. Auch sie war voller Freude. Nur das Einschlafen am Abend verzögerte sich um 2 Stunden. Ist auch zu erklären, wenn man sich mit Hirnströmen ein wenig auskennt und völlig undramatisch. So setzten die beiden die Anwendung Tag für Tag weiter fort. Auch wurde stets von der Mutter darauf geachtet, dass Niklas ausreichend trinkt. Das ist wichtig für die notwendige Entgiftung. Und täglich, ja stündlich, wurde das Plappern von Niklas intensiver. Er sprach. Ich hatte ja vorgeschlagen, diese Prozedur für 14 Tage einzuhalten. Das wurde auch befolgt. Nun kam mit dem Ende der Anwendungszeit auch der geplante Besuchstermin beim Kinderarzt. Dieser betreut Niklas schon geraume Zeit und kennt dessen Defizit. Wie erstaunt war er doch nun, da Niklas alle Tests zum Sprechen bestand. Der Arzt fragte sogar, ob die Mutter ihren Sohn ausgewechselt habe. So beeindruckend waren für ihn die Fortschritte des Kindes. Ich hoffe, dass der Arzt sich bei mir in naher Zukunft erkundigen wird, welche Methode diesen Fortschritt gebracht hat. Schließlich gibt es noch mehr Kinder mit Sprachverhinderung, denen geholfen werden kann. Wenn Sie mehr über Agilcare wissen wollen, so sehen Sie sich folgendes Video-Interview an. Ich verabschiede mich schon immer. Bleiben bzw. werden Sie gesund. Ihr Dr. Werner Ulrich.